13. September 2016, Cleveland, Ohio, USA. Bei der Polizeistation von Cleveland geht an diesem Tag ein Notruf ein, den die Beamten mehr als ungewöhnlich finden. Am Telefon ist eine junge Frau. Sie erzählt eine Geschichte, die kaum zu glauben ist. Die Anruferin wird in einem leerstehenden Haus gefangen gehalten und ihr Entführer ist mit ihr im selben Raum. Er schläft allerdings gerade und die Frau hat es geschafft, sich zum Teil aus den Fesseln zu befreien und das Handy des Mannes zu nehmen, weshalb es ihr gelang, die Polizei anzurufen. Sie traut sich jedoch nicht wegzulaufen, weil sie befürchtet, dass der Mann sie aufhalten und umbringen würde. Es klingt unwahrscheinlich, dass ein Entführungsopfer mit der Polizei telefoniert, während der Kidnapper neben ihm ist, doch Pflichtbewusstsein und Intuition sagen dem Beamten, der das Gespräch angenommen hat, dass er die Sache ernst nehmen muss. Mehrere Minuten lang reden die Frau und der Polizist am Telefon und innerhalb dieser Zeit erfährt der Beamte alles über die Entführung, inklusive des Namens des Täters. Der Mann heiße Sean Great, sagt die Frau, und sie habe ihn eine Woche vor der Entführung kennengelernt. Sie dachte, er sei ziemlich sympathisch und sie traf sich mehrere Male mit ihm zum Badminton spielen. Da sie beide ein Interesse für Religion teilten, lasen sie zusammen Bibelverse. Am Tag der Entführung gingen sie spazieren und sprachen unterwegs über die Bibel. Dann überzeugte er sie, mit ihm zu einem Haus zu gehen, wo er laut eigenen Angaben wohne. Nachdem sie eine Weile lang gelesen hatten, ging Great in die Küche und als er zurückkam, war er plötzlich total verändert und wirkte bedrohlich. Er sagte der Frau, sie könne niemals mehr von ihm weg, dann packte er sie, drängte sich auf sie und verging sich an ihr. Das sei inzwischen 3 Tage her. In der Zwischenzeit habe sie etliche weitere Übergriffe über sich ergehen lassen müssen und der Täter habe ebenfalls versucht, sie umzubringen, als sie flüchten wollte. Mitten im Gespräch bekommt die Frau plötzlich große Angst und wird ganz still. Dann folgt ein Aufatmen. Der Entführer war aufgewacht, hat jedoch nichts bemerkt und ist wieder eingeschlafen. So kann die Frau dem Polizisten noch das Wichtigste sagen, wo sich das Haus befindet, in dem sie gefangen gehalten wird. Sie hat sich den Weg dorthin gemerkt und kann sich an viele Details erinnern. Wenig später fahren mehrere Polizeiautos den Weg hinauf, den die Frau am Telefon beschrieb. Die Beamten der Polizei erreichen ein augenscheinlich leerstehendes Haus. Sie klingeln oder klopfen nicht, sondern brechen leise die Tür auf und schleichen sich hinein, um den mutmaßlichen Täter nicht durch laute Geräusche vorzuwarnen, falls die Geschichte der Anruferin wirklich stimmt. Sie wollten um jeden Preis vermeiden, dass er seine Geisel umbringt oder flüchtet. Vorsichtig sehen sich die Beamten im Haus um, ohne zu ahnen, dass ihre bisherigen Befürchtungen schon bald übertroffen werden. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, welchen schockierenden Fund die Polizei in dem Haus macht, warum die Frau mit ihrem Anruf unwissentlich mehrere Kriminalfälle gelöst hat und welche weiteren Erkenntnisse über den Täter Sean Great ans Licht kommen. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Schon wenige Momente nach dem leisen Eintritt in das Gebäude finden die Ermittler in einem Zimmer wirklich die Frau, die angerufen hat. Neben ihr schläft seelenruhig ein Mann. Die Frau ist gefesselt, hat Blessuren und blutet. Dem Mann hingegen scheint es körperlich gut zu gehen. Jetzt allerdings ist er sehr überrascht, als er durch das Klicken der Handschellen unsanft geweckt wird. Sowohl der Mann, der tatsächlich als der 40-jährige Sean Great identifiziert werden kann, als auch die Frau, deren Name nie öffentlich bekannt gegeben wurde, werden aufs Polizeirevier gebracht. Die Frau, damit ihre Aussage gegen ihren Entführer aufgenommen werden kann, und der mutmaßliche Täter, um verhört zu werden. In der Befragung behauptet er, dass er der Frau nichts habe antun wollen, sondern dass er sie heiraten wollte. Den Ermittlern ist sofort klar, dass es sich hierbei um eine schamlose Lüge handeln muss, da das Opfer dieser grausamen Tat unter zahlreichen Verletzungen am ganzen Körper leidet. Sean Great wird schon kurz darauf angeklagt und bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft untergebracht. Zeitgleich sehen sich einige Ermittler in dem Haus um, das Great offenbar illegal bewohnte, und was sie dabei entdecken, lässt ihnen die Haare zu Berge stehen. In einem der Räume finden sie 2 leblose Körper, oder besser gesagt das, was von ihnen übrig ist. Auf den zweiten Blick erkennen die Beamten, dass es sich bei den inzwischen schon stark zersetzten Körpern um 2 Frauen handeln muss. In der Gerichtsmedizin stellt sich dann heraus, dass mit dem schockierenden Fund 2 Vermisstenfälle geklärt wurden. Einer der beiden Körper gehört der 29-jährigen Elizabeth Griffith. Sie ist 1 Monat zuvor in Ashland, Ohio verschwunden. Der 2. Körper gehört zu einer 43-jährigen Mutter namens Stacy Stanley. Sie wurde ebenfalls zuletzt in Ashland gesehen, als sie eine Panne hatte und den Reifen wechseln wollte.
Nur ihr Auto wurde gefunden. Sie selbst verschwand spurlos. Die medizinischen Untersuchungen kommen schon bald zu dem Ergebnis, dass beide Frauen erwürgt wurden. Der Fund der beiden vermissten Frauen in dem Haus, in das Sean Great die anonyme Anruferin verschleppt hatte, lässt die Polizei eine grausige Schlussfolgerung ziehen. Bei dem 40-jährigen Mann handelt es sich anscheinend um einen Serienmörder, der Frauen entführt, sich an ihnen vergeht und ihre Leben dann auf grausamste Art und Weise beendet. Wäre die Frau nicht so mutig gewesen, die Polizei anzurufen, wäre sie vermutlich sein nächstes Opfer geworden und sie hätte das Haus aller Wahrscheinlichkeit nach nie mehr lebend verlassen. Die Ermittler fragen sich nun aber auch, ob vielleicht noch mehr Morde auf Sean Grates Konto gehen und ob sie somit möglicherweise noch weitere bislang ungeklärte Fälle auf ihn zurückführen können. Im Verhör weigert sich Great zunächst, die Morde an den zwei im Haus gefundenen Frauen zu gestehen, verstrickt sich dann in unlogische Aussagen, bevor er nach einer langen und nervenaufreibenden Befragung schließlich doch noch ein Geständnis ablegt. Zum Erstaunen der Ermittler geht Greats Geständnis dann sogar noch über die bisher gefundenen Opfer hinaus. Er berichtet, dass er zuvor bereits Morde an drei weiteren Frauen begangen habe. Sein erstes Opfer tötete er bereits im Mai des Jahres 2006, etwa ein Jahrzehnt vor seiner Inhaftierung. Zum Zeitpunkt des Verhörs ist ihr Name noch unbekannt. Sie trug Zeitschriften in der Nachbarschaft aus und ging dafür von Haustür zu Haustür. Great kannte sie durch genau diesen Job. Die Frau hatte seine Mutter kurz zuvor dazu überredet, ein Zeitungsabo abzuschließen. Im Zeitraum kurz nach der erfolgreichen Zahlung kam sie dann jedoch nicht wie üblich an dem Haus vorbei und Grates Mutter wartete vergeblich auf die bereits bezahlten Zeitschriften. In dem Glauben, dass seine Mutter einer Betrügerin zum Opfer gefallen war, machte sich Sean Great auf die Suche nach der Frau. Er fuhr mit dem Auto durch die Straßen der Nachbarschaft und tatsächlich konnte er sie bereits kurze Zeit später finden. Als er sie entdeckte, bat er sie, in sein Auto einzusteigen, unter dem Vorwand, einige weitere Zeitungen kaufen zu wollen. Zunächst fuhren die beiden zu Grates Haus, vermeintlich um das geplante Geschäft abzuschließen. In dem Hinterhof des Hauses ging Great auf sie los und schnürte ihr die Luft ab, woraufhin sie das Bewusstsein verlor. Im Anschluss brachte er die Frau in seinen Keller, wo er durch mehrere Stiche in den Halsbereich ihr Leben beendete. Ihren leblosen Körper entsorgte er in der Landschaft, eingewickelt in Bettlaken, bevor er sie gemeinsam mit allen Beweismitteln verbrannte. Erst zwei Jahre später wurden die Überreste der Frau gefunden, doch es gab keine Anhaltspunkte, wer der Täter sein könnte. Nun hat sich der Fall ganz unverhofft nach knapp einem Jahrzehnt aufgeklärt. Die Frage, um wen es sich bei der bislang noch nicht identifizierten Frau handelt, sollte erst im Jahr 2019, also drei Jahre nach Sean Grates Verhaftung, geklärt werden. Der Name der Frau: Dana Nicole Laurie. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie 23 Jahre alt. Auch in Bezug auf Grates zweites Mordopfer kommen im Laufe der Ermittlungen schon bald neue Informationen ans Licht. Anhand der Beschreibungen der Frau durch Great sowie des Ortes, an dem er ihren leblosen Körper entsorgt hat, können die Ermittler Rückschlüsse auf den Fall Rebecca Lacey ziehen. Ihre sterblichen Überreste wurden im März 2015 gefunden. Eigentlich wurde in dem Fall gar nicht weiter ermittelt, denn ihr Tod war fälschlicherweise als Überdosis angesehen worden, weshalb die Beamten einen Fremdverschulden bislang ausschlossen. Grates drittes Opfer hieß Candace Cunningham. Ihr lebloser Körper wurde bislang noch gar nicht gefunden. Erst als Great die Ermittler nun zu dem Ablageort hinführt, entdecken sie ihren leblosen Körper hinter einem abgebrannten Haus. Sean Great scheint sich in der polizeilichen Befragung gar nicht erst darum zu bemühen, unschuldig zu erscheinen. Er streitet nur weiterhin ab, einen Mord an der entführten und schließlich lebendig gefundenen Frau geplant zu haben. Zu seinen anderen Taten steht er jedoch ganz offen und er scheint der Meinung zu sein, dass diese moralisch völlig in Ordnung waren. Great zeigt keinerlei Reue, weder in den polizeilichen Verhören noch später im Gerichtsprozess. Auch über sein Motiv packt Great nur allzu gern aus, allerdings zuerst nicht gegenüber der Polizei, sondern er wendet sich an die Presse. Vom Gefängnis aus schickt er zwei handschriftliche Briefe an die Reporterin Megan Hickey von News 5 Cleveland. Darin erklärt er, dass ihm plötzlich die Erkenntnis gekommen sei, warum er das Gefühl hatte, seine Opfer töten zu müssen. Er berichtet: Sie waren schon tot. Nur ihre Körper waren überall unterwegs, aber ihr Verstand war schon tot. Der Staat hat ihren Geist infiltriert, in dem Moment, als sie anfingen, ihre monatlichen Schecks zu bekommen. Mit den monatlichen Schecks ist gemeint, dass die Frauen finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen haben. Weiter erklärt Great, dass er selbst auch solche Unterstützung bekommen hat, aber viel weniger als die Frauen. Er habe nur $200 im Monat bekommen. Eines seiner Opfer habe das Vierfache erhalten.
Für die Reporter und Ermittler schien es fast so, als sei Grade durch seine finanzielle Situation frustriert und er schien es ungerecht zu finden, dass andere Menschen mehr Geld bekommen als er. In dieser Hinsicht könnte er seine Opfer aus Rache stellvertretend für alle ausgesucht haben, die mehr staatliche Leistungen erhalten als er. Warum es dann allerdings nur Frauen waren und warum er sich an ihnen verging, kann durch dieses angenommene Motiv nicht beantwortet werden. Ein Blick in Grades Vergangenheit lässt vermuten, dass viel mehr hinter seinen Taten steckt als bloßer Neid. Sean Grade wuchs den Großteil seiner frühen Kindheit bei seiner Mutter auf, nachdem seine Eltern sich kurz vor seinem 6. Geburtstag scheiden gelassen hatten. Er hat einen älteren Bruder und eine viel ältere Halbschwester, die im Prozess wichtige Hinweise auf Grades mentale Verfassung gibt. Ihre gemeinsame Mutter, Theresa McFarland, wurde bereits in ihrer Jugend schwanger und musste den 7 Jahre älteren Kindesvater heiraten. Dieser war jedoch gewalttätig, während sie selbst alkoholsüchtig war. Das Ehepaar ließ sich nach wenigen Jahren scheiden und McFarland heiratete einen anderen Mann, mit dem sie Sean und seinen Bruder bekam. Sie war immer noch Alkoholikerin und blieb zudem die ganzen Wochenenden lang weg. Zu ihren Kindern hatte sie Berichten zufolge ein sehr distanziertes Verhältnis. Nachdem sie sich auch von ihrem neuen Mann hatte scheiden lassen, blieben die Kinder bei ihr wohnen. Sean litt unter der kühlen Art seiner Mutter und ihrem Alkoholismus. Zudem hatte er starke Lernschwierigkeiten in der Schule. Als er 11 Jahre alt war, verließ seine Mutter die Familie. Er und sein Bruder lebten fortan beim Vater, die Schwester war schon alt genug, um alleine zu wohnen. Nun hätte es Sean besser gehen können, doch in seinem Inneren hatte er sich zu diesem Zeitpunkt schon in eine düstere und hasserfüllte Welt zurückgezogen. Nach außen hin schien er trotzdem ein freundlicher und charmanter Junge zu sein, dem die Mädchen zu Füßen lagen. Wer ihn näher kannte, wusste jedoch, dass er manchmal tagelang nur in sich gekehrt auf dem Sofa lag. Was ihn aufbaute, war der Sport, denn er spielte leidenschaftlich gern Baseball und war ein guter Spieler der Highschool-Mannschaft. Als er 14 Jahre alt war, brach er sich dabei den Arm und durch diesen Zufall wurde im selben Arm ein Tumor diagnostiziert. Er wurde operiert und der Krebs kam nicht zurück, doch von da an hat er nie wieder Baseball gespielt. Dieser Rückschlag schien langsam aber sicher etwas in Sean anzustoßen. Er steigerte sich immer weiter in die Wut auf seine Mutter hinein und er gab ihr die Schuld für alles, was in seinem Leben nicht gut lief. Er hatte das Gefühl, von seiner Mutter nicht geliebt zu werden. Ein Gefühl, mit dem er nie erfolgreich umzugehen lernte. Schon früh hatte er laut eigenen Berichten deshalb den Wunsch, Rache an seiner Mutter auszuüben und ihr Leben zu beenden, doch er tat es nicht. Stattdessen ließ er seine Wut an anderen Frauen aus. Bereits mit 18 Jahren wurde er zum ersten Mal für einen solchen Übergriff verhaftet. Er hatte seine damalige Freundin am Hals gepackt und gewürgt. Grade blieb aber auf freiem Fuß und setzte sein Leben mit wechselnden Beziehungen, aber ohne Arbeit fort. Im Alter von 23 Jahren hatte er eine 17-jährige Freundin, die von ihm schwanger war. Eines Tages eskalierte seine Wut auch gegen sie, er ließ dann aber wieder von ihr ab, genau wie bei seiner ersten Freundin. Einige Monate später bedrohte er das Mädchen und dessen Schwester und hielt sie eine Zeit lang gefangen. Er machte ihnen deutlich, dass er bereit war, sie beide zu töten. Es dauerte eine Weile, bis sich Grade dann schließlich beruhigte und den beiden erlaubte zu gehen. Es folgten weitere Beziehungen und 2 weitere Kinder mit verschiedenen Frauen. Wie sich Grade in seiner Rolle als Vater verhielt, ist nicht bekannt. Im Jahr 2003 verging er sich jedoch an einer seiner Freundinnen. Im Jahr 2010 verging er sich wieder an einer Partnerin. In diesem Fall wurde er angeklagt, kam aber nicht lange hinter Gitter. Auch für seine anderen Angriffe bekam Grade teils gar keine und teils nur ganz kurze Gefängnisstrafen, mit Ausnahme eines Angriffs auf seine Freundin mit einem scharfen Gegenstand, für den er 4 Jahre Haft erhielt. Grades Einstellung zu Frauen zeigt sich aber nicht nur in diesen einzelnen Angriffen, sondern alle seine Ex-Partnerinnen berichten gleichermaßen von seiner aggressiven und besitzergreifenden Art. Zu Beginn habe er sich liebevoll gezeigt, doch nach kurzem sah er die Frauen als sein Eigentum, kontrollierte sie auf Schritt und Tritt und rastete schnell aus, was regelmäßig zu Gewaltausbrüchen führte. Seine letzte Ehefrau berichtet, dass er sie nach der Scheidung bedroht habe. Und nicht nur sie, sondern auch die gemeinsame Tochter. Er habe ihr geschrieben, dass er sich auf das große Finale vorbereitet und wenn er seine Tochter nicht sehen darf, dürfe sie niemand sehen. Seine Ex-Frau erwirkte daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Auch Männer aus seinem Umfeld haben bemerkt, dass er eine manipulative Persönlichkeit hat und die Freundlichkeit von Menschen ausnutzt. Er soll sogar ein Gespür dafür haben, wer ein leichtes Opfer ist. Sogar seine Mutter erzählt, dass sie sich bewusst bei jedem einschmeichelt und sie geht sogar so weit zu sagen, dass er das Wesen eines Teufels habe.
Im psychiatrischen Gutachten, das im Rahmen der Anklage angefertigt wurde, wird festgestellt, dass Great im Laufe seines Lebens immer aggressiver wurde. Was der konkrete Auslöser dafür war, dass er mit den Morden anfing, ist jedoch unklar. Genauso kann nicht ganz nachvollzogen werden, warum er einige Frauen tötete und andere zwar bedrohte und angriff, aber am Leben ließ. Bei der Auswahl seiner Mordopfer gab es kein bestimmtes Muster. Zu einigen hatte er keine persönliche Verbindung, mit anderen hatte er eine freundschaftliche oder intime Beziehung. Möglich ist, dass er auf diese 5 Frauen tatsächlich eine verstärkte Wut hatte, weil sie mehr finanzielle Unterstützung vom Staat bekamen als er, oder er konnte seine Mordlust in den betreffenden Fällen einfach nicht kontrollieren. In diesem Zusammenhang ist wiederum unklar, ob er die Morde geplant hatte. Fest steht aber, dass er es durch sein vermeintlich sympathisches Auftreten immer wieder geschafft hat, Frauen zu blenden und nicht verdächtig zu erscheinen, obwohl Great von Jugend an dafür bekannt war, Frauen auszunutzen, zu manipulieren und sogar anzugreifen, ist augenscheinlich niemand auf die Idee gekommen, dass es sich bei dem charmanten jungen Mann um einen Serienmörder handeln könnte. Nach seinem ersten Mord ist er noch etwa 10 Jahre lang frei herumgelaufen und konnte somit 4 weitere Leben beenden. In dieser Zeit hatte er sogar eine Ehe, aus der sein drittes Kind hervorging. Great führte gewissermaßen ein Doppelleben, auch wenn eines seiner Leben Rückschlüsse auf sein anderes zuließ. Einerseits Ehepartner und Vater und andererseits ein Mörder, der seine grausamen Fantasien bis zur Vollendung auslebte. Er hätte sicherlich noch viele weitere Opfer angesammelt, wenn er nicht an die Frau geraten wäre, die seinen Taten durch ihren Mut ein Ende bereitet hat. Im Gerichtsprozess gesteht Great seine Taten ohne Reue, während sein Anwalt versucht, das Geständnis aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit für ungültig zu erklären. Das Gericht hat jedoch keine Zweifel an Greats Schuld und verurteilt ihn aufgrund seiner schweren Taten zum Tode. Vor seiner Verurteilung sagt er schließlich etwas, was vermuten lässt, dass er noch viele weitere Frauen ins Visier genommen hätte. Er berichtet: "Ich hätte gern noch vieles getan, aber ich weiß, dass ich damit nicht davongekommen wäre." Great sitzt aktuell immer noch in Haft. Die Vollstreckung seines Urteils ist für den 19. März 2025 geplant. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen oder deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.